Herzlich willkommen zu Living with the Lions, dem Tees Vlog. Wir starten direkt rein. Am Wochenende, beziehungsweise heute, wir sind gerade am Sonntag, hat die deutsche Meisterschaft im Touch Rugby hier auf dem TSV-Platz stattgefunden. Wir waren das erste Jahr mit einer Touch Rugby-Mannschaft dabei und haben gleich haben zumindest gepunktet ab und zu. Auch viele Punkte bekommen. Ja, gut. Aber trotzdem, unterm Strich war es ein gutes Turnier, eine gute Erfahrung. Und das war es dazu. Die Nationalmannschaft hatte Lehrgänge. Einige Löwen waren dabei. Felix, du bist ja da mehr oder weniger Insider. Kannst du da aus dem Nähkästchen etwas Natürlich, berichten? Gerne. Also aus dem Siebener-Lager habe ich noch nicht allzu viel gehört. Die Jungs sind gerade im Moment noch in England unterwegs. Das Turnier läuft noch. Gestern haben sie ziemlich gut abgeschnitten, haben gegen Spanien gewinnen können. Unentschieden gegen die USA geholt. Gegen Spanien gewonnen, genau. Und gegen Frankreich dann. Gegen Frankreich hat es nicht gereicht für den Sieg. Bei den 15ern, wir sind auch seit Mittwoch am Ackern gewesen, haben tolle Fortschritte gemacht als Mannschaft, viele Sachen einüben können. Gestern hat das Ganze dann mit dem Höhepunkt, dem Spiel untereinander, geendet. Auch dort haben wir uns wirklich toll für das Turnier in Marseille im November einspielen können und die Vorbereitungen laufen auf Hochtour. Genau, und einige Löwen waren dabei und haben sich auch sicher sehr gut verkauft. Und im Interview haben wir heute Arthur Neisser, Fight You. Fight You. Und im Interview. Und im Interview haben wir heute Arthur Neisser, Faito Fifita Katoa zu Gast, den Löwenfans besser bekannt als Artu. Genau, hallo Artu, können wir dich auch Arthur nennen? Ja, schon. Sehr gut. Du bist ja jetzt ganz neu bei den Löwen, wo kommst du genau her, wo hast du vorher gespielt? Oh, well, I come from the mighty New Zealand and I first came here with the second Bundesliga team, HTV. Played two seasons and I wanted more challenges. So I came to the Mighty Lions. Ja, das ist natürlich ein perfekter Ort dafür. Du hast schon gesagt, du hast beim HTV gespielt. Siehst du da große Unterschiede zwischen zweiter und erster Bundesliga? Ist es härter, ist es schneller? Well, it's a lot more physical. Some big boys. It's very fast. And it's just my game. Cool. Erste Saison bei den Löwen. Was hat dir am meisten geholfen, dich einzuleben? Beziehungsweise wer hat dich eigentlich zu den Löwen gebracht? Well, I know a couple of guys, you know, had some friends around here. I knew the coach, met him a couple of times around town, spoke to him. And I also met the king of TSV, Marcus Bender. Ah, yeah, okay. Yeah, so he made things very easy to move here. Ja, öffnet Tür und das stimmt. Danke für das Interview, Arthur. Wir sehen uns auf dem Rugbyplatz. Ja. Ciao, wir gehen zurück zu Felix. Kommen wir zur Preview. Am kommenden Wochenende haben die Männer in der Südstaffel leider noch spielfrei. Genau, aber die Frauen legen wieder los am 13.10. in Pforzheim. Wird es ein weiteres 7er Turnier geben und mit dabei wird natürlich auch wieder sein Annika und Rodney. Ist die nicht verletzt? Ja, dabei sein ist alles und deshalb wird sie natürlich auch da am Start sein. Was steht noch an? Am 19. Oktober ist Mitgliederversammlung hier in unserem Clubhaus. Wenn ihr Mitglieder seid, kommt vorbei, es werden wichtige Sachen entschieden, gestaltet euren Verein mit. Genau, rankommen. Dann kommt auch am Doppelspieltag direkt einen Tag danach, wenn das Diskutierte verdaut ist. Und dann geht es wieder los auf dem heimischen Lions Park. Ja. Wie angekündigt gegen Neckarsulm. Genau, Doppelspieltag, erste und zweite Mannschaft. Felix, war es das schon wieder? Das war schon wieder. Mit Living with the Lions. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt TSV. Geil wie nie. Und bis dahin vor dem Mann springen. Und uneinfach.